Ja, ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken für die Einladung. Es ist immer eine schöne Gelegenheit, wenn Akademiker in anderen Kreisen auftreten, weil das Akademische ja doch so seine eigenen Regeln entwickelt hat und man immer froh ist, wenn es auch ein bisschen an die Öffentlichkeit kommt. Also gleichwohl heißt das auch, dass Sie nicht erwarten dürfen, konkrete Antworten zu erhalten. Akademiker sind da sehr vorsichtig und haben auch realistische Erwartungen entwickelt, was das betrifft. Aber hier erstmal die Fragen, die Vorträge heute oder zumindest mein Vortrag kreisen wird. Warum erregen in besonderer Weise Bilder die öffentliche Aufmerksamkeit? Haben Bilder mehr als Texte oder Reden ein ideologisches Potenzial? Und schließlich, was sind grundsätzlich die Besonderheiten der visuellen Kommunikation? Das sind natürlich Fragen, die ich hier nicht wirklich beantworten kann, aber wo ich ein paar Anregungen geben möchte, wie man darüber zumindest nachdenken kann. Also man hat immer zwei Möglichkeiten, wenn man irgendwelche Vorträge hält. Entweder macht man es ein bisschen genauer und dann muss man ins Detail gehen. Das heißt, man hat einen ganz winzigen Ausschnitt und man fragt sich dann immer, was sagt mir das eigentlich noch? Oder man macht es halt allgemein und dann hat man das Problem, inwiefern löst das noch konkrete Probleme? Das ist ein typisches Dilemma. Da ich ja hier als Philosoph spreche, die sind ja bekanntlich Spezialisten fürs Allgemeine, habe ich mich natürlich für die zweite Variante entschieden. Also ich mache es mehr allgemein und erspare Ihnen irgendwelche Details. Und ich möchte mit einem Beispiel beginnen, mit diesem Bild hier, das ich aber, Sie kennen das alle, deswegen mache ich es auch gleich weiter. Also ich bin ja auch eher ein bisschen auf der ikonoklastischen Seite und mir widerstrebt das eigentlich die große Bedeutung, die Bilder erhalten haben. Also das haben sie natürlich, weil sie mächtig sind und gern instrumentalisiert werden. Deswegen auf jeden Fall in der Zeit bin ich dann auf der anderen Seite, deswegen halt nur ganz kurz. Das Bild kennen Sie ja auch und ich möchte nur mit dem Kommentar dieses Bildes mich kurz befassen, um einen sehr allgemeinen Einstieg zu wählen, also um auch die Fragen, die hier zu behandeln sind, nochmal etwas klarer zu machen. Der Kommentar, der ist entnommen von Karl Ove Knausgard, das spricht sich ganz sicher anders, aber ich weiß nicht, wie es sich genau ausgesprochen wird. Also das ist auf jeden Fall ein berühmter, also gegenwärtig berühmter norwegischer Schriftsteller, der durch eine Autobiografie jüngst sehr aufgefallen ist und viele Preise erhalten hat. Und aus einer der Preisreden habe ich einige Zitate herausgenommen, wo er eben auf genau dieses Bild auch Bezug nimmt. Die ersten beiden Zitate, also und vielleicht ist das charakteristischste Merkmal unserer Zeit, dass die Menge der Bilder von der Welt so ungeheuer groß sind. Also das ist uns sozusagen eine geläufige Diagnose, das ist die Rede von der sogenannten Bilderflut, die seit vielen, so sagen wir mal seit einigen zwei, drei Jahrzehnten uns immer wieder begegnet. Das zweite zeigt dann die Ambivalenz, zugleich befreien mich diese Bilder auf einer tieferen Ebene, da sie mir helfen, nie ganz anwesend zu sein. Also Befreiung ist hier natürlich ironisch gemeint. Also gemeint ist, dass die Medien insgesamt und die Bilder insbesondere sehr ambivalent sind, weil sie dieses sozusagen betrügerische oder selbstbetrügerische Moment haben. Also sie beruhigen uns über Dinge. Wenn wir sie am Fernsehen sehen können, können sie dann auch wieder vergessen. Das ist übrigens die gleiche Ambivalenz, die Susan Sontag sehr intensiv in ihren Büchern herausgearbeitet hat und auch da unterschiedliche Haltungen zu entwickelt hat. Also sie sagt etwa, ihr Leben ist das Leben, bevor sie die Bilder von Auschwitz gesehen hat und ihr Leben danach, also es ist eine wirkliche Zäsur, das zeigt die Bedeutung der Bilder. Andererseits betont sie immer wieder, wie sehr Bilder eben unser Leben trivialisieren, wie sie uns an das Elend sozusagen auch gewöhnen und wenn wir sie oft genug sehen, sehen wir es ja gar nicht mehr. Also diese Ambivalenz ist die Ausgangsdiagnose in diesen Zitaten hier. Und jetzt kommt das eine Bild in den Blick.
Dieses Bild von dem kleinen Jungen, der tot am Strand liegt. Und er, also Knausgard, beschreibt die Rezeption dieses Bildes als ein einschneidendes Erlebnis. Und er beschreibt es so, als würde hier die Medienwelt sozusagen durchbrochen werden und die Wirklichkeit als Wirklichkeit aufscheinen oder irgendwie in eine tiefere Weise auf einmal möglich werden, die Wirklichkeit doch wieder zu erleben. Also als Diagnose finde ich das sehr interessant und es, glaube ich, trifft auch die, wie viele darüber denken würden. Also ich bin in dem letzten Punkt sehr skeptisch, weil ich nicht glaube, dass Bilder in irgendeiner Weise uns zur Wirklichkeit führen. Dazu sage ich gleich noch was, aber es ist klar, dass Bilder dieses Potenzial haben, in besonderer Weise emotionalisierend zu sein und uns zumindest den Eindruck von Wirklichkeit in besonderer Weise nahe bringen. Und genau darum wird es in meinem Vortrag gehen. Und ich möchte zwei Punkte kurz besprechen. Das wird nicht eingehend sein, sondern es wird einfach Ihnen eine Idee geben, wie man darüber nachdenken kann. Der erste Punkt ist ein Argument, warum eigentlich Bilder so in besonderer Weise ideologisch sein bzw. verwendet werden können. Und der zweite Punkt ist ein Versuch oder die Skizze eines Versuches, wie man eigentlich über Bildverwendungen denken kann, also wie man sich eigentlich erklären kann, dass unser Handeln durch Bilder bestimmt ist. Der erste Punkt ist hier in einem Argument zusammengefasst, das ich kurz erläutern möchte. Also es sind einige, also insbesondere der erste Punkt ist eine Prämisse, die natürlich wie alle Prämissen bestritten werden kann und die manche auch bestreiten, aber ich eben und auch einige andere nicht. Also hier geht es sowieso nur um gegenständliche Bilder, um das gleich schon vorwegzuschicken, nicht um Kunstbilder im Allgemeinen. Und hier geht man, oder ich gehe davon aus, dass wenn man ein Bild, ein gegenständliches Bild betrachtet und irgendetwas darauf erkennt, dass wir ganz wesentlich unsere Wahrnehmungskompetenz dabei benutzen. Also kognitionswissenschaftlich würde man sagen, da ist ein spezielles Modul in unserem kognitiven System, das Wahrnehmungsinhalte verarbeitet. Wir sind sehr kompetente Wahrnehmer, wir können irgendwo hergehen, Gesichter erkennen wir ganz automatisch, ohne dass uns das irgendeine Anstrengung bereitet. Wir wissen auch, dass sehr spezielle Schädigungen vorliegen können und wir etwa nur Gesichter von Familienangehörigen nicht mehr erkennen. Also es ist ein sehr ausgefeiltes System. Und der Gedanke ist, wenn wir Bilder betrachten, werden diese Systeme aktiviert, ohne dass wir da irgendwas entscheiden oder können. Und das ist aber wichtig, weil in dem System bestimmte Dinge passieren, auf die wir keinen Einfluss haben, aber die gleichwohl unsere Rezeption des Bildes bestimmen. Also das ist eigentlich die entscheidende Prämisse, aus der das Weitere abgeleitet wird. Wenn man, glaube ich, mit der Prämisse mitgeht, dann wird das andere sich daraus ergeben, aber wenn man die nicht teilt, dann ist das Argument im Weiteren natürlich nicht mehr richtig. Also das Argument mag dann noch gültig sein, aber natürlich die Schlussfolgerung nicht mehr korrekt. Die zweite Prämisse, die eigentlich schon jetzt eine Folgerung aus der ersten ist, besagt, dass eben diese Wahrnehmungskompetenz durch bestimmte Automatismen gekennzeichnet ist. Das macht einfach die Leistungsfähigkeit unserer Wahrnehmung aus. Wir müssen nicht überlegen, wie und in welchen Schritten wir wahrnehmen. Das ist unmittelbar da. Und deswegen ist eben Wahrnehmung so schnell und effektiv. Und das hat evolutionär, kann man das natürlich auch erklären. Wenn wir das nicht wären, würde es uns wahrscheinlich nicht geben. Andererseits, jetzt ist der dritte Punkt, ist damit die Neigung verstärkt, was immer wir sehen, als real aufzufassen. Also das wird auch als Glaubhaftigkeitsplus der Bilder bezeichnet. Und es geht eigentlich von dieser Wahrnehmungskompetenz her, das, was wir sehen, das nehmen wir als Existenz an.
Da sind wir alle Realisten. Also wir mögen zwar philosophisch darüber nachdenken, ob die Welt real ist, ob ich wirklich den Stuhl und die Person hier im Raum sehe, aber alltagsweltlich zweifeln wir da nicht dran, würde ich. Oder Schopenhauer so mal gesagt hat, und wer da wirklich dran zweifelt, der muss eben eine Therapie oder sollte sich einen Therapeuten suchen. Also das war nur ein Spaß. Nee, auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass unser Wahrnehmungssystem diese Realitätsunterstellung eingebaut hat, sozusagen hardware-mäßig, und da kommen wir gar nicht raus. Und das hat auch wiederum evolutionär einen guten Sinn. Das bewirkt aber wiederum, dass was immer wir im Bild sehen, auch als real annehmen. Wieder mitunter unseres besseren Wissens, dass natürlich die Bilder mit der Realität erstmal gar nichts zu tun haben. Denn ich kann die schönsten naturalistischsten Bilder von Einhörnern in Harry Potter Filmen haben und gleichwohl natürlich wissen, dass es Einhörner nicht gibt. Also der Naturalismus der Bilder verstärkt ja eigentlich die Realitätsunterstellung, und die wirkt, auch wenn wir mitunter wissen, und wir wissen ja heute alle, dass Bilder gefälscht sind. Also kein Bild in der Presse ist nicht gefälscht. Ich hoffe, dass niemand mehr hier ist, der der Meinung ist, dass die nicht bearbeitet werden. Die werden natürlich alle, also gefälscht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sie sind natürlich bearbeitet und mit der digitalen Fotografie auch problemlos machbar. Und der vierte Punkt, der hier noch erwähnt wird, ist eben, dass Bilder affektiv besonders wirken, weil sie eben auch auf dieses Wahrnehmungsmodul aufbauen und Wahrnehmung zumindest in einer Funktion eine Handlungskomponente hat. Wenn etwas Gefährliches passiert, dann ist es gut, nicht weiter darüber nachzudenken, sondern unmittelbar zu handeln, etwa wenn der Tiger kommt, auf den Baum zu springen. Die es nicht gemacht haben, die gibt es eben nicht mehr. Und die es gemacht haben, haben das eben dann weiter sozusagen vermittelt, genetisch. Also das macht einen guten Sinn, Wahrnehmung und emotionale Reaktion sehr eng zusammenzusehen im Sinne einer unmittelbaren Handlungsreaktion. Und das erbt sich gewisserweise von unserem Wahrnehmungsmodul auch auf unsere Bildrezeption. Also das ist das grundlegende Argument. Da kann man natürlich viel zu sagen und auch Kritisches zu sagen, aber daraus meines Erachtens ergibt sich diese instrumentelle Wirksamkeit der Bilder, die gerne eingesetzt wird und die, glaube ich, derzeit auch sehr viel mehr ideologisch eingesetzt wird, weil die anderen, sage ich jetzt mal einfach so, haben das mittlerweile eben auch verstanden und nutzen es politisch eben aus. Jetzt kann man darüber weiter nachdenken, das möchte ich kurz noch machen. Was ist eigentlich der etwas tiefere Grund, dass das so ist und im Verhältnis auch zur Sprache? Da kommt etwas ins Spiel, was ich die semantische Anomalie der Bilder nenne. Bilder sind nämlich bestimmter und zugleich unbestimmter als Texte. Sie sind bestimmter, insofern sie diesen Naturalismus aufweisen können zumindest. Und heute im Zeitalter der virtuellen Realitäten und der animativen Animationsfilme, Bilder und so weiter, ist das ja in sehr viel höherem Maße möglich, sehr naturalistische Bilder zu machen. Also insofern sind sie bestimmter als Texte das sein könnten. Da müsste man über Seiten Dinge erläutern. Gleichzeitig sind sie aber unbestimmter auf einer anderen Ebene, nämlich sie sind unbestimmter hinsichtlich der Referenz. Also man weiß nie so genau, ob es den Gegenstand gibt, ob das überhaupt ein realer Gegenstand ist. Also bei Einhörnern gehen wir einfach davon aus, aber bei anderen wissen wir es nicht so. Und zweitens, und das ist ganz entscheidend, sind wir uns über die kommunikative Bedeutung der Bilder gar nicht immer im Klaren, weil die Bilder selber die gar nicht mit sich führen. Bilder sind in dieser Hinsicht defizient, könnte man sagen, also jetzt nicht negativ gemeint, sondern die eigentliche kommunikative Bedeutung der Bilder ergibt sich immer aus dem Kontext. Also wenn das etwa richtig ist, folgert sich auch daraus, dass die
Frage, sollen wir Bilder so oder so einsetzen, ohnehin nicht beantwortbar ist, so abstrakt, sondern die Bildverwendungen, die konkreten Bildverwendungen haben spezifische Kontexte und die Wirkung der Bilder ist nur in diesen Kontexten beurteilbar. Dann ist natürlich klar, dass ich auch nur kontextspezifisch Bildverwendungen beurteilen kann und die allgemeinen Fragen sozusagen natürlich im Leeren oder allgemeinen verbleiben. Also hier ist nochmal zur, das werde ich jetzt nicht erläutern, also der Gedanke ist, dass eben Bilder, aber Sprache natürlich auch, unterschiedliche Bedeutungsebenen hat und dass die eben sehr unterschiedlich bei Bildern und Sprache realisiert sind. Und das Entscheidende ist jetzt wieder der Inhalt, der bei Bildern, also das, was ich in Bildern sehe, anders hergestellt wird als bei Texten, nämlich durch Wahrnehmungsmechanismen und daraus ergeben sich meines Erachtens all die Unterschiede. Während eben der letzte Punkt insbesondere die also illokutionären Rollen, wie man das nennen könnte, das, was mit Bildern bezweckt wird oder was die kommunikative Botschaft ist, das ist etwas sehr Komplexes und das ist bei Bildern eben nur in sehr spezifischen Kontexten einlösbar. Also Stichwort dänischer Bilderstreit, Karikaturenstreit, andere Kontexte, ganz andere Reaktionen. Dann gehe ich gleich zu dem zweiten Punkt über. Die Zeit ist begrenzt und ich will Sie auch nicht zu sehr quälen mit diesen philosophisch allgemeinen Dingen. Bildappell. Also hier wieder ein Beispiel erstmal oder ein kurzer Verweis. Roland Barthes, meines Erachtens jemand, der viel etwas zu wenig gewürdigt wird, der sehr viel Sinnvolles und Kluges über Bilder gesagt hat. Ob diese Rede von dem Botschaft ohne Code richtig ist, da kann man drüber streiten. Aber der interessante Gedanke, der sich ganz ähnlich, also anders formuliert, aber eigentlich dem auch entspricht, was ich vorher gesagt habe, ist der, dass Bilder irgendwie immer eine symbolische Botschaft oder er nennt das Konnotation, also irgendwie schwingt was mit den Bildern und man kann eben bei Bildern von Italianität oder von so abstrakten Dingen auch reden, die durch Bilder angesprochen werden. Aber das ist etwas, was eigentlich nicht sozusagen literal oder wörtlich, also in Anführungszeichen immer gesetzt, in den Bildern drinnen ist, sondern was geschickt hergestellt wird. Bei Bildern und insbesondere bei Fotografien ist es aber so, dass sie ja mit dem Gestus daherkommen, so ist es. Das ist genau, da ist ja nicht irgendwie ein Zeichner, der das nach seinem Gutdünken manipuliert hat. Also dieser Gestus, so ist es, überlagert den symbolischen Gestus, der immer drin ist. Und das zeigt eben Roland Barthes sehr deutlich auch an vielen Beispielen. Und das macht genau das Ideologische, insbesondere der Fotografien, aus, dass es das Symbolische, das Ideologische gewisserweise natürlich erscheinen lässt. So bezeichnet das Roland Barthes. Und das möchte ich an einem Beispiel, an einem berühmten Beispiel, ich meine, das ist einfach sehr gut erforscht, dieses Beispiel, Napalm Bomb Attack, ist der Titel dieses Bildes, hat manchmal noch andere erhalten, Nick Uttis, der Fotograf, der auch dafür ausgezeichnet worden ist. Sie sehen hier zwei Bilder, nämlich das eine, das ursprüngliche Bild und das andere, das dann bekannt geworden ist und die eigentümliche Karriere als Bildikone dann durchgemacht hat. Hier sehen Sie es noch mal ein bisschen besser. Das gesamte Bild ist das ursprüngliche. Und das, was da in dem kleinen schwarzen Kasten ist, ist das, was ausgewählt ist. Das ist zunächst erstmal ein Beispiel, wie das Beschneiden sehr stark natürlich auf die Bedeutung des Bildes auch Einfluss nimmt. Etwa der Fotograf, der da rechts ist, da könnte man lange drüber reden und auch die Rolle der Medien in diesen Dingen würde man natürlich an dieser weggeschnittenen Scheibe des Bildes festmachen. Das Bild hätte eine völlig andere Bedeutung. Man könnte etwa darüber nachdenken, was es eigentlich soll, dass man in Kriegen an der Seite steht und das Leiden nur fotografiert und so. Also es ist ja auch gemacht worden. Nicht, dass ich das jetzt vorschlagen will, aber das sind ganz andere Diskussionen, die damit entstehen. Aber wenn das weggeschnitten wird, ist das natürlich nicht mehr in dem Bild drin.
Und stattdessen wird die eben die Figur zentriert und das ist auch eine typische Haltung halt, die, also man nennt das auch Pathosformeln. Das auch in anderen Zusammenhängen, wie immer wieder, also ich mache die Bilder mal wieder weg, weil ich das nicht möchte, dass sie immer so, also sie sind ja eh schon im Bewusstsein drin, aber diese Art, Bilder immer stehen zu lassen und weiter ins Bewusstsein brennen zu lassen, finde ich eigentlich eine Unart. Also was mit den Bildern geschieht, was man ja gesehen hat, die sind natürlich zugerichtet auf eine bestimmte Botschaft. Und in dieser Zurichtung haben sie ihre Karriere gemacht und also in diesem Fall sind es dann Bildikonen geworden, so könnte man das bezeichnen oder so wird es auch bezeichnet. Und auch das erste Bild von dem toten Jungen ist eine Bildikone, die dann eben für bestimmte Situationen als Ikone dann auch fungiert, für die Flüchtlingskrise oder Katastrophe oder in diesem Fall für den Vietnamkrieg und so weiter. Jeder Krieg produziert dann so 2, 3 Ikonen. Und in den Bildern ist natürlich, die sind hoch künstlich, insofern sie in keiner Weise sozusagen natürlich sind, weil sie etwa durch Ausschnitte, durch bestimmte Veränderungen, sehr geschickte Veränderungen und auch natürlich schon durch die Auswahl der unzählig vielen Bilder, wo dann ja nur 2 letztlich dann übrig bleiben, diese ausgewählten Bilder kommen bestimmten Botschaften entgegen. Sie sind hochideologisch. Und das kann man dann natürlich so und so sehen. Also Ideologie ist ja immer eine Sache, auf welcher Seite man steht. Wenn man auf der richtigen Seite steht, meint man, das wäre alles okay. Und wenn man auf der anderen Seite steht, dann eben nicht. Also das ist so eine eigentümliche Sache mit der Ideologie. Aber ich glaube, völlig klar ist, dass sie semantisch sehr stark aufgeladen sind, zu Sinnbildern werden, Kristallisationen bestimmter auch politischer Meinungen dann bilden können und auch binden. Also das ist eine, also vielleicht auch eine notwendige Funktion von Gesellschaften, die sich damit entlasten. Aber es ist natürlich immer eine wirklich politische Dimension. Also das zu vergessen, das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Weil damit würden wir uns ja ohnmächtig machen gegenüber den Mechanismen der der Ikonenbildung und der unseres sozusagen auch historischen Gedächtnisses, das ja in diesen Ikonen auch maßgeblich gespeichert und tradiert wird. Hier ist jetzt ein Appell, wenn man fragt, ja, wie wirken die? Wie ist das eigentlich mit unserem Verhalten? Also unstrittig ist ja, Bilder wirken sehr stark, sie haben eine emotionale Wirkung, aber wir sagen auch, dass sie unser Verhalten, also unser Handeln bestimmen. Um sich das klarzumachen, kann man den sogenannten praktischen Syllogismus zur Hilfe nehmen. Das ist ein Verfahren, um eben Handlungen zu erklären. Und das ist relativ einfach. Aristoteles hat das schon entwickelt. Der Gedanke ist, dass ich immer irgendwelche allgemeinen Überzeugungen habe und dann sehr spezifischen Input bekomme und daraus lässt sich mein Handeln erklären. Ich habe eine konkrete sozusagen Handlungsaufforderung und relativ zu allgemeinen Überzeugungen handle ich dann. Also wenn mir sagt, du musst gesund leben, hier hast du ein paar Möhren, dann wäre eine Handlung, ja gut, dann esse ich jetzt die Möhren. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich die allgemeine Überzeugung habe, dass Möhren gesund sind. Und wenn er mir jetzt eine Zigarettenschachtel geben würde, würde das jetzt nicht plausibel sein. Obwohl, ja, heute würde man da nicht mal drüber diskutieren brauchen. Früher hätte man vielleicht gesagt, auch Zigaretten rauchen ist irgendwie HB-Männchen oder so, hat auch Vorteile. Gut, also das ist so das allgemeine Schema eines praktischen Syllogismus und wenn man das jetzt auf dieses Bild anwendet, kann man sich überlegen, was sind eigentlich diese allgemeinen Überzeugungen im Hintergrund und da kann man jetzt als Vorschlag 2 nehmen, sei gerecht, nimm Stellung gegen Unrecht, das heißt ja eigentlich nur, sei ein moralischer Mensch. Das heißt, diejenigen, die sich nicht als moralische Wesen verstehen, würden dieses Bild ohnehin nicht als
Aufruf, etwa eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg, sich da zu beteiligen. Die würden, jemand, der sich nicht als moralisches Wesen fühlt, wird vielleicht denken, ja interessant, ne, also ein schönes Foto oder so. Also man muss bestimmte Überzeugungen haben. Und die zweite, die hier ein bisschen relevanter ist, ein Krieg, der Unbeteiligte, insbesondere Kinder, nicht verschont, ist Unrecht. Das ist ja, und das ist ja immer diese Sache auch mit den Kindern, die jetzt in besonderer Weise als unschuldig gelten. Und wenn die in Mitleidenschaft gezogen werden, erscheint es uns als moralische Wesen besonders Unrecht, oder das erregt unsere Emotionen. Also da sagt man, das darf eben nicht sein. Das ist in besonderer Weise Unrecht, ein besonders großes Unrecht. Also da gibt es schon aber differenzierte Meinungen. Also man kann ja etwa der Meinung sein, es gibt gerechte Kriege. Man kann ja sagen, okay, Kriege, also insgesamt fühle ich mich, bin ich ein moralischer Mensch, aber beispielsweise der Krieg gegen Hitler-Deutschland, das war ein guter Krieg. Also das würde man nicht anders sehen. Wie kann man das anders sehen? Also es gibt wahrscheinlich gerechte Kriege. Also ich will das nicht entscheiden hier, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die strittig sein kann. Und jemand, der diese Prämisse anders sieht, sieht auch dieses Bild anders. Das wäre der Gedanke. Also diese Hintergrund, allgemeinen Hintergrundannahmen gehen wesentlich in die Interpretation so Bilder ein und bestimmen auch mein Handeln als Reaktion auf diese Bilder. Und dann habe ich also neben diesen allgemeinen Überzeugungen eben eine spezifische Überzeugung, die das eigentlich Handlungsauslösende ist, nämlich eben das Bild, was ich hier jetzt übersetze, im Vietnamkrieg werden die Bilder nicht verschont. Also das Bild ist praktisch wie ein Beweis. Und da kann man natürlich jetzt auch wieder fragen, wenn ich davon ausgehe, dass das Bild getäuscht ist oder konstruiert ist, würde es die Wirkung verlieren? Ich muss sehr viele Annahmen machen, damit damit das Bild wirkt. Also das war ungefähr so die Idee, die hier nochmal ein bisschen zusammengefasst ist. Damit komme ich aber jetzt auch schon zum Abschluss. Also was ich Ihnen zeigen wollte, dass Bilder in besonderer Weise so etwas wie ein Wirklichkeitsplus besitzen. Also sie scheinen uns zu sagen, so was man da auf den Bildern erkennen kann, das ist in der Wirklichkeit auch so. Und das sehen wir oder wir tendieren dazu, das so zu glauben, auch wenn wir es, sagen wir mal, offiziell oder mehr bewusst nicht glauben. Das ist das Interessante und Paradoxe auch bei Bildern. Und das macht den ideologischen Charakter der Bilder aus. Und da sollte man dann natürlich vorsichtig sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann direkt erstmal die Frage, Fragen aus dem Publikum. Wenn nicht, hätte ich direkt eine. Ich sehe keine Hand. Ja, oder? Ja. Wenn man das jetzt nimmt, was Sie jetzt im Grunde dargelegt haben und überlegt, dass die Zukunft also im Grunde unser Medienkonsum immer mehr im Internet stattfindet und da Informationen überwiegend sehr viel mittlerweile über Bilder ausgetauscht werden oder übermittelt werden, sei es jetzt privat, aber auch Nachrichten. Können wir überhaupt kritische Distanz, können wir überhaupt kritische Distanz wahren? Wie sieht das in Zukunft aus? Weil eigentlich müssen wir das ja mehr trainieren, wenn Information immer mehr piktoral übermittelt wird. Ich glaube, dass das einfach seine Zeit braucht. Also das kann man natürlich, wir sind ja frei und Menschen und so weiter. Aber im Moment habe ich schon das Gefühl, dass wir überwältigt werden, auch von dem technischen Fortschritt und von den sehr großen Veränderungen, die etwa mit der Vielzahl und mit den technischen Ungeheuer in kurzer Zeit erreichten Möglichkeiten daherkommt, das überfordert uns. Und ich glaube, dass wir da auch auf einige Zeit hin noch überfordert sein werden. Also es sind eher hilflose Versuche, damit umzugehen. Das sieht man ja auch darin, dass eigentlich die Medien derzeit ja instrumentalisiert werden im großen Maßstab. Also wenn ich mal 9/11 sagen kann, dann ist das sozusagen eine riesige Instrumentalisierungsmaschine,
die sehr erfolgreich funktioniert hat. Also da haben ja alle mitgespielt. Oder wenn ich mal Facebook als Stichwort geben darf, da machen alle mit. Und da gelingt es sozusagen 3 Milliarden Menschen zu Mitarbeitern einer Überwachungssoftware zu machen. Das funktioniert im Moment sehr gut, weil das einfach das Bewusstsein für diese Dinge nicht in dem Maße besteht. Also die Möglichkeiten, die durch die Digitalisierung entstanden sind, haben wir noch nicht wirklich begriffen und geschweige denn können wir da schon angemessen mit umgehen. Das braucht einfach seine Zeit. Jetzt haben Sie Facebook angesprochen, wenn man da an den US-Wahlkampf denkt und die Rolle von ja offenbar gesteuert russischem Content, der da auch eine Rolle gespielt hat, offenbar, es wird ja jetzt diskutiert und auch juristisch nachverfolgt. Sie hatten von der politischen Dimension der Bilder gesprochen. Wäre dann der nächste Schritt, muss man viel konkreter darüber nachdenken, wie eben Medienkompetenz früh gelehrt werden kann. Nee, das ist auf jeden Fall ein Schritt, aber man muss ja einfach auch differenzieren und sehr differenzierte Wege finden. Also eine Weise ist ja darüber nachzudenken, wie die Gatekeeper, also Sie etwa als FSF, darauf reagieren. Das ist aber natürlich eine ganz andere Frage. Ich kann ja auch darüber, oder ich kann sagen, auch der normale Zuschauer hat Verantwortung. Mhm. Das wird viel zu wenig gesehen. Ne? Also wenn ich irgendeine Seite anklicke, dann ist das Klicken auch ein Handeln, das etwas bewirkt. Ne? Und da, also wenn sich Hunderttausende Enthauptungsvideo angucken, dann ist das natürlich wie eine Werbeaktion. Ne? Dann, also ich mache ja nur das und stelle nur das ins Netz, was nachgefragt ist. Und wenn ich Nachfrage suggeriere, kommt das Angebot. Also da gibt es auch eine Verantwortung des Rezipienten. Darüber kann man auch nachdenken. Es gibt eine Verantwortung des Produzenten und so weiter. Das muss man sehr differenziert sehen. Und der Gesetzgeber oder der Ethiker oder und so weiter, das sind alles unterschiedliche Aufgaben, die alle in irgendeiner Weise was dazu beitragen können und die das eben sehr spezifisch machen müssen. Schule, wenn das, ja, weil das jetzt genau angesprochen war, natürlich. Also es wäre auch sinnvoll, so etwas wie ein Schulfach zu haben, wo es einfach um Medien oder Medienkompetenz geht und wo das irgendwie vermittelt wird. Klar, auf jeden Fall. Wird bestimmt noch mehrere Aspekte aus Ihrem Vortrag werden heute noch eine Rolle spielen. Ich danke Ihnen, Herr Sachs-Hombach. Und wir machen weiter, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie Bilder wahrgenommen werden. Danke.